Moin zusammen. Ich stehe hier neben unserem neuesten Zuwachs in unserer Garage, und zwar der KTM 500 EXC F. Und diese KTM 500 schließt endlich die Lücke bei uns zwischen der EXC 250 TPI und unserer GasGas ES 700 bzw. Husqvarna 701. Da kommt diese KTM genau in die Mitte rein, und ja, wir haben sie gerade noch gewogen. 114,4 Kilo, vollgetankt im Wettbewerbszustand, also ohne Spiegel, ohne Blinker und so weiter. Ist ja ein richtiges Leichtgewicht, also das sind schon gute Eckdaten. Und 63 PS ist natürlich ja auch eine Ansage. Unser Händler hat es ein zorniges Sportgerät genannt. Also fanden wir eine ganz passende Beschreibung. Ja, und wir sind jetzt gespannt, wie die KTM 500 hier diese Lücke eben ausfüllen wird zwischen unserer TPI und den 700er Modellen. Leistungstechnisch und gewichtstechnisch ist im Gelände, da werden wir natürlich auf jeden Fall genügend Reserven haben. Also da freuen wir uns drauf. Jetzt ist natürlich interessant dann zu sehen, wenn wir Langstreckenfahrten unternehmen werden, wie sie sich da schlägt. Also einmal natürlich von der Bequemlichkeit oder ja, einfach von der Handhabung her, wie das so taugt. Das ist für uns ja interessant, weil wir auf jeden Fall auch Reisen damit unternehmen wollen. Und dann natürlich müssen wir auch schauen, wie wir hier Gepäck anbringen können. Das ist auch noch eine relevante Sache für uns, wo wir ja einfach uns auch Gedanken machen, was wir hier noch für sinnvolle Produkte auch dran entwickeln können. Ansonsten werden wir uns die nächsten Monate natürlich mit der intensiv beschäftigen. Wir werden unsere bestehenden Produkte auch den Kumpanen daran applizieren und uns auch da Gedanken machen, wie wir das weiterentwickeln können. Sind auf jeden Fall also gespannt, wie das Ganze unser Portfolio auch ja befeuern oder beflügeln kann, wie wir da weiterentwickeln können. Herzliche Einladung also an euch, da auch dran zu bleiben und zu verfolgen, was wir hier mit der 500er so vorhaben. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Soweit erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.